Ja, mir wird ja, das niemals jeder denkt so, dass man da ein schönes Leben führt. Natürlich. Dass man in Diskotheken und tanzt, oh, schöne Lichter, und hat man dieses Gefühl, dann springt ein Ekstasy oder springt ein Alkohol, springt da wieder ein, und das ist scheiße. Hey, Geld ist, macht nicht glücklich. Jungs, wenn ihr Chance habt, dann bleibt ihr einfach stabil. Das heißt, geh arbeiten, fang ein schönes Leben an. Nicht mit Drogen zu handeln oder nicht nur Drogen, sondern gegen das Gesetz springt gar nichts mehr. Mein Name ist Mosti und ich bin 40 Jahre alt, fast 41. Und ich auch Krüge in Frankfurt. Ich sag euch, liebe Menschen, hey, Geld ist, macht nicht glücklich. Und mit Geld ist, kann man keine Frau oder kann man keine Familie glücklich machen. Man braucht nur ein bisschen Geld, um sein Leben zu bauen. Und nach langsam, dass man ein bisschen sparen. Erst mal wissen, wie man spart und nach ein schönes Urlaub einmal im Jahr mit seiner Frau und dein Kind oder so. Und das kann man schön schaffen. Das ist nicht schwierig, dass man denkt, oh, ich sehe im YouTube oder das ist in Ibiza oder in Mala oder irgendwo. Das ist so schwierig, dahin zu gehen, braucht man viel Geld und so. Das stimmt aber nicht. Ich habe 24 Länder gesehen und viele, 24. Belgien und Holland und Frankreich, und das war für mich wie meine Haustür. Als ich hier gelebt, nach Papier gemacht habe, war ich immer unterwegs. Da, hatte ich alles gemacht. Ich habe auch meinen Führerschein gemacht, Auto geleistet, da war alles gut. Schönes Leben habe ich schon gemacht. Aber die Neugier und Probleme im Leben und auch dieser Konflikt mit Polizei und das macht auch einen Menschen schwieriger, das Leben aufzubauen. Natürlich. Und das ist immer derselbe Kreislauf. Ja, die Neugier von uns, das ist die falsch, was wir machen. Wir machen das falsch. Einfach gegen das Gesetz zu springen, um irgendwas zu schaffen, das geht gar nichts. Das geht nicht. Manchmal geht es auch schief. Es gibt Leute, die hier reich sind, dadurch, das stimmt. Und die haben auch vieles gemacht und das. Aber und das ist 10%. 10%. Aber 10%. Ja, nicht alle. Ja. Nicht alle. Die schaffen nicht alle und die können nicht alle schaffen. Also. Weil das ist schwierig ist. Das ist ein schwieriger Weg. Man sieht am Anfang so leicht. Aber nein. Du bekommst nach 3 Monaten bist du schon in Visier. Nach 3 Monaten bist du schon drin. Genauso schnell, wie das Geld kommt. Kommt. So schnell geht auch weg. Auf Partys, wenn man jetzt noch nicht mal am Leben ist, man weiß gar nichts, was Diskotheken und so. Man geht rein, geht einen Tag, diese Woche, nächste Woche wieder. Übernächste Woche kennengelernt, Kokain, das. 100% denkt so. Ja. Mir wird das niemals passieren. Jeder denkt so, dass man da ein schönes Leben führt. Natürlich. Dass man in Diskotheken und tanzt, oh, schöne Lichter, und hat man dieses Gefühl, dann springt ein Ekstasy oder springt ein Alkohol, springt da wieder ein, und das ist scheiße. Das geht schnell, die Leute, das geht sehr schnell. Ja, sehr es ist schnell, aber immer derselbe Kreislauf, man fängt an, man verkauft, man will schnelles Geld, man kriegt schnelles Geld, das Geld geht wieder schneller. Ja, und irgendwann wirst du neugierig, du willst wissen, immer was ist das? Und willst du immer noch machen. Natürlich. Weil auch wenn du Konflikte bekommst oder Probleme, willst du immer noch machen. Weil das ist der schnellste Weg, dass man Geld macht. Und ja, so wie wir gesagt haben, es ist immer derselbe Kreislauf. Ja. Man will schnelles Geld, dann kommt das Geld schnell, dann geht das wieder schnell. Dann geht das wieder und schnell. Und man denkt, das meiste, was 100% denken, ich werde niemals abhängig. Wieso ich? Ja, so wieso ich? Man lacht sich hier, man sieht Leute so. Man sagt, ey, aber guck mal, wie die machen. Warum machen die so? Du denkst, dass du sowas an sowas niemals kommst. Und das schaffen die nur die 10%. Sozusagen. Aber 90% kann 90% niemals. Natürlich, konnte ja niemals sein, weil das ist schwierig. Schau mal, genau deswegen machen wir dieses YouTube-Format, weißt du, dass die Leute sehen. So viele Leute, wo so gedacht haben, mir wird das niemals passieren. Und Entschuldigung, das ist nicht nur, ich kann nur sagen, dass Geschichten nicht alle gleich und die Menschen ist nicht gleich. Jeder Mensch hat andere Sitten, andere Probleme. Man kann nur
durch seine Kinder, die man da verloren hat, abhängig sein. Man kann nicht nur, man kann auch nicht mehr so nur mit Drogen verkaufen und so. Das kam einfach, das kann man alles Junkie kommen, nur durch Zufall. Dass Freunde treffen, einfach mitmachen und dann kommt alles Junkie. Und das ist nicht nur jeder Junkie, hat er früher verkauft und hat er gemacht, damit er das macht. Nein, nicht jeder. Jeder muss hat man andere wissen. Geschichte. Ja. Nein, jeder hat eine andere Geschichte. Ja. Weil das Leben ist so wirklich hart. Hart, hart. Das ist nicht einfach, wie du mit deinen Eltern lebst. Deine Eltern zahlen die Miete, du hast Essen zu Hause, Decke im Kopf und du sagst, das Leben ist so. Und die bleibt immer so. Nein, man geht draußen. Man muss arbeiten, sein Geld verdienen, Mieter bezahlen, Strom. Und das muss man erst mal lernen. Ja, und das fängt man ein Leben ganz anderes. Ja, nicht mehr, wie man zu Hause hat. Natürlich. Ja, und das schau mal, Rusti, wie war das dann? Guck mal, du hast verkauft und dann wurdest du neugierig und dann wolltest du auch mal probieren. Wann war das erste Mal? Wie alt warst du? Ah, da war ich 21, das erste Problem. 21 Jahre. Ich hatte nur verkauft und war ich neugierig. Und dann von da bin ich wieder zurückgekommen. Weil wir auch weniger Geld gehabt haben. Wir rauchen zu zweit, wir verdienen nur Sozialhilfe. Damals waren wir auch ein bisschen Geld, ist nicht wie heute. Das war damals auch ein bisschen Geld für uns. Das Gesetz hat sich jetzt gerade entwickelt in anderen Projekten, das war ein Gut. Jetzt, wir haben EU und es ist auch noch schwieriger geworden. Aber früher war es richtig schwierig. Lass uns kurz zu Ende machen, weil sonst ist das durcheinander. Ja, mit 21 Jahren hast du das erste Mal Drogen genommen, oder? Nein, mit 21 Jahren hatte ich mit dem Kokain angefangen, weil ich habe ja Haschisch geraucht. Dann habe ich mit Kokain angefangen zu nehmen, weil ich da, Geld ist da, Kokain hole ich selber. Dann hatte ich angefangen dann zu koksen halt. Einfach das zu probieren, was für ein Gefühl, was ist die Lohre, was ist das? Und dann, das mache ich einmal im Monat am Anfang. Und dann hatte ich, nachdem ich mein Kind ihre Schwester gegeben habe und dieser Problem gehabt habe, hatte ich angefangen, so viel zu nehmen. Dieser Kokain zu nehmen, so viel, fast jede Woche. 2005, die schwerste Sache, die mich getroffen hatte, ich war durch Konstablerwache einmal am Laufen. Ich hatte in dieser Zeit auch gearbeitet und ich war durch Konstablerwache und dann, da hatte ich Probleme mit zwei Algerien gehabt, einen Tag vorher und dann hatte ich ein Pflaster hier gehabt in Hand. Ich laufe durch Konstablerwache und kam ein Sicherheitsdienst zu mir und sie sagen, du hast uns geschlagen. Die sind zu mir gekommen und dann hatten die mir gesagt, sie haben Schlägerei mit uns gehabt. Der Sicherheitsdienst hat mir 2004, 2005 gesagt, ich hatte mit denen Schlägerei gehabt. Ich war noch jung und ich hatte dieses Problem nicht gehabt. Ich hatte das nicht mehr gemacht, wirklich nicht mehr, ist alles vorbei. Ich war das Gefängnis vorbei, alles ist vorbei. Aber heute kann ich sagen, ich war das nicht. Ich hatte das Problem nicht mehr gemacht. Das kann ich so sagen, das ist wirklich auch wahr. Ich hatte das nicht mehr gemacht. Die sind einfach von Luft gekommen. Die sagen, ey, die haben sie mich gesehen mit einer Bande in Hand. Die haben gesagt, du warst gestern mit ein paar Jugendlichen, die mit uns Schlägerei gemacht haben und haben einen Beamten verletzt. Und ich habe ihm gesagt, nein, ich war das nicht, ich wusste gar nicht. Komm, wir gehen zur Polizei, was redest du da? Dann sind wir zur Polizei gegangen und von da hatte ich ein Problem. Ich hatte dieser Zeit kein Drogen verkauft und 2 Jahre clean, da war ich gut. Mein Leben wollte ich bauen in dieser Zeit. Ich habe mich auch nachgedacht, als ich Vater war und mein erstes Kind bekommen. Ich habe gedacht, ey, so geht nicht mehr weiter. Ich wollte meine Familie hier in Deutschland auch glücklich machen. Und dann habe ich gedacht, stopp damit. Habe ich aufgehört. 2 Jahre lang hatte ich gearbeitet. Da war ich stabil. Und das war so gut. Ich hatte mein Geld verdient, meine Miete selber bezahlt und so. Und es war für mich schön. Ich wollte das weitermachen.
Und dann kam dieser Problem mit Sicherheitsdienst. Die haben gesagt, du hast mit uns Schlägerei gemacht. Und ich war das nicht. Ich hatte an dem Tag, die gesagt haben, ich hatte mit einer Frau, ich und ein Freund, mit ihr Party gemacht, bei ihr zu Hause. Und ich konnte nicht mal das sagen vom Gericht am Anfang, weil das war für mich peinlich, meine Frau zu wissen, dass ich woanders genachtet habe mit den Frauen und sowas. Und ich konnte das nicht mal sagen und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, wo ich war. Und dann hatten die mir einfach das auf den Rücken gegeben. Du warst das und fertig und so war das. Ich bin auch wirklich aufgestanden vor dem Gericht und ich habe gesagt, ey, sie können mich nicht mal einfach verurteilen, das geht gar nicht. Ich war das nicht, sie müssen einfach suchen. Dann, wo waren sie? Das war die Frage, dass ich weiß es nicht, wo ich war. Und das war die Antwort, meine ich. Und der Richter, dann hat er das genommen, alles, dass ich, und das war von ihm, von ihrem Seite, das war irgendwie richtig, weil ich das nicht mehr gesagt habe, so dumm war ich. Aber ich muss das sagen, dann später hatte ich auch gesagt, mein Freund, dass er auch das sagt vom Gericht und so. Es ist einfach, sonst gehe ich in Gefängnis. Dann war er da und hat den Richter gesagt, ja, das war das und das und das und das, wir waren da. Und ich stand da und der Richter hat das nicht mehr geglaubt, weil er sagt, da seid ihr Freunde, da kann für dich auch lügen und sowas. Und dann hatte ich ein Jahr und 10 Monate wegen gar nichts bekommen. Wissen Sie, das ist die schwierigste Sache in meinem Leben. Schwierig, wirklich war für mich schwierig, im Gefängnis zu sitzen über eine Sache, die ich nicht mehr gemacht habe. War für mich schwierig. Schwierig, wirklich schwierig. Vielleicht war gut, wenn ich das gemacht habe und bin ich da drinnen, dann sage ich, hey, das war meine Schuld. Ich bin ein Idiot. Warum soll ich das machen? Aber ich wusste gar nichts über ein paar Jugendliche, die da waren. Und ich kenne gar keine. Ich bin der Einzige, der verurteilt würde für eine Sache, die anderen gemacht haben. Und ich wusste gar nichts, wer war das oder wie war das. Und ich wusste. Und ich habe gefragt, ich habe auch recherchiert, nachdem ich entlassen vom Gefängnis, nach 2 Monaten, weil ich eine feste Wohnung gehabt habe und so. Und der Richter hat mich einfach da reingebracht im Gefängnis, weil ich mit dem so laut war im Gerichtssaal. Hat er mich einfach in Gefängnis geschickt. Ich war noch jung, ich wusste gar nicht, wie man reagiert. Erste Mal, erste Verhandlung, ich wusste gar nicht, was Gericht überhaupt. Die Nichte war für mich, als ich da geschlafen habe, die Nichte war für mich in diesen 3 Monaten die dunkelste Tag, die dunkelste Nacht. Da flenne ich die ganze Nacht durch, bis morgens. Und mein Kind war klein und ich denke immer an meine Tochter, wie geht's ihr und so. Und ich war richtig sauer. Da bin ich nach draußen gegangen. Nach 2 Monaten hat er mir einen Richter gelassen. Aber trotzdem habe ich noch Verhandlungen nach dem. Okay, bin ich draußen, hatte ich kein Geld. Draußen hatte ich eine Verhandlung, die ich noch machen muss. Mein Papier habe ich ein unbefristet beantragt. Und wenn man beantragt unbefristet, du weißt doch, was unbefristet ist, muss man keine Probleme haben und sowas, ja, muss alles sauber sein, sauberer halten. Ja. Und deswegen war ich auch sauber. Ich hatte das Ziel, dass ich das schaffe, dass ich auch mein Papier habe, dass ich überall reisen kann, überall gehen kann, ohne Probleme. Und das war wichtig für mich. Deswegen hatte ich mein Leben einfach so genommen. Ernst. Und bitte, ist alles jetzt vorbei. Ich habe mein Gefängnis gemacht, bin ich nach Deutschland dann gekommen, nachdem ich abgeschoben wurde, nach 10 Jahren. Hart gekannt. Bin ich hier gekommen, da war ich im Gefängnis, wie ich euch erzählt habe.
Genau, Bruder, mach einfach Ding da weiter. Dann, wann kam das erste Mal, dann, wo du dann Crack geraucht hast? Wie ist das gekommen? Okay. Nachdem ich dann diese Probleme gehabt habe, bin ich abgehauen nach Spanien. Weil ich wollte nicht mehr zum Gericht kommen, weil ich habe Angst, dass ich im Gefängnis lande. Und natürlich hatten wir Stress zu Hause, ich und mein X. Und dann hatte ich schon meine zweite Tochter bekommen. Und dann hatten wir, da war alles, mein Leben ist vieles Phasen, da kann ich nicht über alles reden. War die zweite Tochter mit derselben Frau? Ja, die zweite Tochter war mit derselben Frau. War für mich alles zu viel. Das war für mich alles schwierig irgendwie. Und ihr, die Arme, die hat auch nicht mehr mitgemacht, weil ich auch schwierig war. Neugier von mir und noch Probleme. Und mein Papier hatte ich nicht mehr bekommen. Das ist nicht einfach für eine Frau so, eine Zeit nicht mitzumachen. Nicht einfach so Zeit mitzumachen. Mit zwei Kindern. Natürlich, Kinder. Das ist das Problem. Jungs, ey, wenn ihr Chance habt, oder, dann bleibt ihr einfach stabil. Das heißt, geh arbeiten, fang ein schönes Leben an. Nicht mit Drogen zu handeln oder nicht nur Drogen, sondern gegen das Gesetz springt gar nichts mehr. Auch es gibt Betrüger, gibt nicht nur gegen Drogen, es gibt Betrüger, es gibt Leute, die klauen, aber die klauen richtig hart, die klauen Milliarden, es gibt Leute, die klauen nur Millionen. Wie ich jetzt mit Crack angefangen habe, nachdem ich raus vom Gefängnis, nachdem Balkanroute und bin ich nach Deutschland gekommen, bin ich gesetzt, meine Rechtsstrafe, bin ich draußen, dann hatte ich das Helfer bekommen ein bisschen und hatte ich ein Hotelzimmer bekommen in Elberstraße. Schwierige und die schlimmste Straße überhaupt hatte ich da gewohnt. Die hat mir die Stadt ein Hotelzimmer gegeben in Elberstraße. Das weiß ich nicht. Die wollen mir einfach testen, oder dass ich überhaupt mit Drogen verkaufen würde oder dass ich das mache. Aber nein, war ich stabil. Ich habe gewusst, dass sie mir darstellen, damit ich das mache, ja. Dass sie mich testen wollen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht. Und ich habe das nicht gemacht, weil als ich gekommen bin, wollte ich das nicht mehr machen. Ich hatte ganz andere Ziele. Ich wollte einfach auf meinen Fuß und meine Beine stehen wieder. Ich wollte mit meinen Kindern das Rest des Lebens haben. 40 Jahre, dass man so schnell sterben kann, ja. Natürlich. 56, wann man raucht und lange, und das lange Zeit kann er auch sterben. Das ist nicht, und das kann jeder treffen. Ja, klar. Deswegen will ich das Rest mein Leben mit meinem Kind verbringen, mit meinen Kindern mindestens, auch meine Frau, wenn die ein schönes Leben hat. Die hat mir auch gesagt, die hat einen neuen Mann und so. Und ich bin glücklich, dass sie das geschafft hat, ein schönes Leben zu machen. Das ist gut, das können nicht viele. Natürlich. Das ist eine starke Eigenschaft. Ich will ihr auf jeden Fall ein schönes Leben. Das ist ein nettes Mädchen und die hat das verdient. Und dass sie mit ihrer Familie glücklich ist. Und dass sie mir auch verzeihen tut, wenn ich mit ihr so nicht gut war oder zu ihr nicht gut war. Es tut mir leid, kann ich ihr nur sagen. Es tut mir leid. Da warst du auf jeden Fall die erste Liebe, aber trotzdem war ich schwierig. Das kann ich so sagen. Ich bin ein schwieriger Mann. Und ich bin alleine auch. Da muss sie auch wissen, ich bin alleine in Deutschland. Ich habe niemanden, der mir sagt, das ist gut und das ist nicht gut. Sondern muss ich selber entscheiden. Und das Entscheidung hatte ich immer so schnell getroffen. Und da hat er mir, da war ich noch jung, weil ich das wollte ich so schnell die Entscheidung treffen. Ich sage, ich bin schon ein Mann, ein Älterer. Und da war ich noch nicht mal alt. Weil das Leben. Musst du schnell erwachsen werden. Ja, weil man mit 18 sagt, ich bin schon alt. Ich bin schon 18, ich werde mein Leben schon selber machen, alles machen. Wissen deine Eltern in Marokko, dass du hier Drogen nimmst? Wissen die das? Nein, das schäme ich mich. Sogar mein Kind, da schäme ich mich dann zu sagen, dass ich das mache und sowas. Ja. Und jetzt, seit wie lange ist das jetzt ungefähr her, seitdem du Crack raus? Oh, seit fast 11 Monaten. 11 Monate? 11 Monate. Was hat das mit dir gemacht so? Wow. Das ist eine schwierige Frage. Ja?
Ey, die schwierigste Frage, Bruder. Ich hab mein Leben versaut, Mann. Ey, der Krieg ist nicht so eine Sache, die man sagt, ist leicht. Das ist schlimm. Jetzt wusste ich, was ich getan habe. Deswegen, die sowas niemals machen. Du realisierst erst jetzt. Jetzt realisierst du. Aber es ist noch nicht zu spät, ja. Bruder. Du bist noch jung. Wie alt bist du jetzt, Musti? 40. 41. Maschallah, sieht aus wie 30. Aber trotzdem, weil ich dünn bin geworden. Als ich rauskam vom Gefängnis, hatte ich hier 3 Beulen hier hinter mir und war richtig dick und war stabil. Warum bin ich hier so geblieben? Ich hatte immer ein gutes Teil gehabt. Ich mag Markenklamotten. Ich bin so ein Typ, der auch Tommy Hilfiger lebt. Sie zieht auch schöne Adidas an. Da macht Marken einfach, Markensachen. Ich bin so ein Typ, der auch mittlerweile älter bin. Ich mag einfach mich immer gut eingekleidet und immer einpassend für die Menschen und so. Auch wenn das hart ist, ich passe mich einfach ein irgendwie. Ich versuch's zu überleben, ja? Ja, wie ist das derzeit, Musti? Bist du obdachlos oder hast du eine Wohnung? Nachdem ich damit angefangen hatte, hatte ich meine Liebe verloren. Meine zweite Liebe. Okay. Eine Frau, die hat auch gewartet, Zeit lang, um zusammenzukommen. Aber das hier schwierig. Mein Papier sind immer noch nicht mehr fertig. 3 Monate, jeden 3 Monate muss ich das umändern. In Marokko, jetzt die zweite Heimat, habe ich auch eine Marokkanerin jetzt gerade wieder. Ist eine andere Sache. Ja. Aber ich habe mein Leben so runter gemacht, nachdem ich es mit. Sagen wir mal so, es hat dich ruiniert, ja? Hat mich ruiniert, ja? Komplett. Bin ich jetzt auch wieder obdachlos geworden. Jetzt momentan stehst du auf der Straße? Nein, ich schlafe nicht auf die Straße. Jetzt bin ich in jetzt muss ich alles neu machen. Okay. Ich war in einem Heim, dann war ich in einem, die haben mir eine Wohnung gegeben nach dem Elbe Straße. Haben die mir so ein Zimmer gegeben, so eine Gemeinde, so eine. Ja, also aber es ist immer wieder so ein WG. Ja, okay. Dann habe ich ja fast geschafft. Ja? Dann hatte ich mit dieser Krieg angefangen, weil ich habe hier an Elberstraße probiert und hat mir dieser Treff, dieser neue Liebe, die ich gehabt habe, ist weg wieder. Dann bin ich einfach runtergekommen wieder. 9 Monate nehme ich das jetzt, fast jeden Tag. Ja. Was macht das mit dir, wenn du das raus? Was gibt dir das?